So, moin, willkommen zurück zu Gran Turismo 7 und zu meinem Kanal City of Zock. Lasst einfach mal ein Abo da, aktiviert die Glocke so ein bisschen, seid ihr immer so schön auf dem neuesten Stand. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Was uns denn noch so alles auf meinem Kanal erwartet, was ich mir noch so einfallen lasse oder was auch nicht. Wann mit Gran Turismo 7 eventuell zu Ende ist, bis ich den gar nicht mehr fahre. Und ja, gucken wir mal. 54 Goldene habe ich ja. Ich würde sagen, bei 100 goldenen Medaillen ist für mich Gran Turismo zu Ende. Ist doch eine Ansage, oder? Ja, würde ich sagen. Ich habe alle Autos. Die paar Autos, die sie jetzt mit dem Patch dann noch mehr neu reinmachen, weiß man jetzt ja auch nicht, weil es wird ja momentan mit Gran Turismo ja auch immer weniger, ne? Ja. Wenn ihr auf das ganze Gesabbel keinen Bock habt, dann könnt ihr ja vorspulen oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal in meine finale Zeit an. Die habe ich gestern Abend geschafft. Ich habe gestern eine Stunde bin ich gefahren. Wie ein Irrer. Und so sieht die aus. Kann man da was mit anfangen? Ja, ne? Ich habe es wirklich gestern dann doch noch wirklich geschafft, da richtig was rauszuhauen. Wie man sehen kann, es wird sich schon verbessert. Und ich gebe euch Brief und Siegel. Jetta Racing lässt das nicht auf sich sitzen und die wollen jetzt garantiert. Und die machen garantiert jetzt einen Angriff auf die 47er Zeit. Dass sie in die 47, 9 oder 8 da irgendwie, müssen die irgendwie dahin knallen. Gestern, ich hatte ja schon eigentlich meine Goldzeit hingelegt. Aber dann habe ich ja schon wieder gesehen, Jetta Racing, da lässt ihnen ja keine Ruhe, die müssen ja auf 1 sein und dann. Ne? Dann habe ich gedacht, ey komm. Da muss da irgendwie möglich sein, dass ich irgendwie da eine 1,509 noch schaffe. Weil ich hatte gestern, eigentlich sollte es da schon mal in die Finale sein, aber dann haben die da ja wieder rumgerührt, ne? Mit ihren Rumgekruse da. Und da habe ich gedacht, ey, komm, du musst da eine 1,509 schaffen. So, und dann habe ich, wollte ich mir einen Geist laden. So in der Region 1,50er. 1,509, 1,508, so. Manchmal hat man ja so Geister, die man so laden kann, so Videos, Geistvideos, die dann, wo, gegen die man dann fahren kann, wenn man darum cruist. Habt ihr ja auch schon gesehen von mir, dass ich den Geist lade und dass ich, dass man dann mal guckt. Nichts zu machen, ne? Nichts zu machen. Da habe ich keine Geistdaten gefunden. Ich habe erst eine Geisterteil gefunden ab einer Rundenzeit von 1,52,072, 82. Keine Ahnung. Könnte sich natürlich jetzt geändert haben, ne? Jetzt von heute, von gestern zu jetzt ist natürlich, ne? Können ja Leute fahren und da irgendwelche Geistdateien da hochcruisen. Können wir ja auch gleich nochmal gucken. Ich gucke dann auch noch gleich nochmal eure Zeit. Ich bin ja mal gespannt, was ihr so geschafft habt. Ihr Loschen. Nein, Spaß. Und nichts. Dann habe ich mir die 1 Minute 52er Zeit, habe ich mir denn zur Brust genommen oder habe ich mir den Geist geladen? Bin ich dann? Bin ich gegen den Geist gefahren? Und das Mysterium nahm ja dann seinen Lauf, ne? Ich habe den Geist nicht geschafft. Da war der Geist irgendwie dauerhaft schneller als ich. Ich habe gedacht, ey, mein Gott, du hast eine 1,51, 1,27. Also ich wäre jetzt immer noch ganz knapp in Gold drinne. Mit über 150 Zehntel. Ja, nicht ganz. Mit 140 Zehntel wäre ich jetzt noch ganz knapp im Gold drin gewesen. Und da ließ mir keine Ruhe. Die hauen da bestimmt wieder was drauf. Bist nachher raus. Und dann habe ich gedacht, ey, du musst irgendwie eine 1,509 schaffen. So, und dann habe ich mir den Geistrunner geladen mit einer 1,520. Und dann habe ich nicht mal mehr den Geist geschafft. Ich war immer nur einfach 1,52. Das seht ihr dann auch gleich da auf meinem mit den bewegten Bildern. Und dann mit einmal fing das denn an. 1,51. Geil. Mit einmal war ich wieder voll im Flow drin. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich weiß nicht. Ich habe die Zeit nicht. Ich bin nicht unter 1,52 gekommen. Was ist hier los, Mann? Das hat mich ja gewurmt. Da habe ich über eine Stunde gecruist. Und dann mit einmal habe ich die Zeit eingeknuspert. Eine 1,50,468. Vorläufige Gold
Zeit, die 3%-Regel 1,51,263. Silberzeit 1,53,424. Brauche ich gar nicht, kann ich vorlesen, macht das aber trotzdem. Ja, und die Bronze ist halt eben 1,58 ab. So, dann will ich mal gucken, was ihr Schönes geschafft habt. Was habt ihr denn geschafft? Zeig doch mal her hier. Boah, der ist aber auch gut. Cool. 1,51. Was ist im Silber? Ist leider eine Silberzeit. Ja, ist nicht mehr im Gold drin. Schade. Leon, eine 1,52,296. Das ist ein neuer. Der ist da hinzugekommen. Ja, moin. Ist ja neu. Und dann du, Jaju, mit einer 1,52,4. Ey, geil. Ey, cool. Ey, bist auf jeden Fall safe in Silber drin. Ey, Glückwunsch. Ich habe dir zwar heute Morgen schon gratuliert, aber ich sag's jetzt nochmal videomäßig. Ne, Glückwunsch, Alter. Cool. Na, 1,52,4. Cool. Du hattest das letzte, was du mir geschrieben hattest, dass du auf dem Account von deinem Sohn hattest du eine 1,53. Also auf jeden Fall eine richtige Verbesserung. Hallo? Ist aber richtig gut. Was geht? Oh, immer diese wilden Nummern, ne? Weiche von mir, Satan. Was wollt ihr eigentlich immer? Ich kapiere. Nee. Immer wieder diese Telefonnummern verkaufen hier. Ja, ist eine richtig geile Zeit. Cool. Geil, geil. Dann hier White Lights. 1,53,6. Oh, leider nur. Ja, ganz knapp unter ganz knapp unter Silber. Och, wie schade. Ja, White Lights, ey. Glorious Glen, 1,57. Ja, das ist auf jeden Fall Bronze safe. Cool. Ja, Glückwunsch an alle, die gefahren sind, die sich Geld abknuspern. Aber auch Glückwunsch an die, die trotzdem eine Zeit hingelegt haben. Hier, unter Bronze. Unter Bronze, ihr wisst gar nicht. Alter, ich hab mal... unter Bronze ist ja richtig was los gewesen, ne? Also unter Bronze ist ja richtig, geht richtig die Action ab. Also, das ist voll heftig. Glückwunsch auch an die, die unter Bronze sind, also die Bronze nicht geschafft haben. Ne? Also das muss auch gesagt werden. Glückwunsch auch an die, die da auch eine Zeit hingelegt haben. So. Ich muss dazu aber auch sagen, das Auto mit dieser Strecke, das ist ein ziemlicher Zickenterror, ne? Geht ja ab wie Luzi, ne? Immer grau. Ja, auf jeden Fall geil, dass ihr hier schön gecruised seid. Der Kraus, ich weiß nicht, ob er das ist, der mir immer hier diese Nachrichten schickt mit dieser Einladung hier ständig. Junge, was geht mit dir ab, Mann? Bleib mal locker. Papa will nicht spielen. Nee, auf so einen Einladungs-Internet-Kram, da habe ich keine Lust zu. Da ich gruß gerne für mich alleine und dann ist das schon schick. Nee, aber Glückwunsch an die, die hier in meiner Liste sind. Cool, dass ihr hier geile Zeiten hingelegt habt. Glückwunsch auch an die, die nicht in meiner Liste sind, die unter Bronze sind, auch vielleicht auch Glückwunsch an die, wegen der auch mit der Zeit. Ja, also, ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die bewegten Bilder. Was ist das hier für eine Kacke? Lake Louise. Oh, ne, das ist die Schneestrecke, ne? Das ist die Schneestrecke. Was ist das hier jetzt? Oh, ja. Oh, möchten Sie da wirklich dran teilnehmen? Hiermit bestätigen Sie und die bestätigen Sie und bestätigen Sie. Regionale Amt Illustrator. Ja, Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Ja, und dann bräuchte eigentlich nur auf die Teilnahme registrieren, da drauf drücken. Ja, ich habe diese hier, diese Pupsbedingungen da gelesen. Teilnehmende Länder und Regionen. Ja. Ne, klappt mir nicht 18. Ja, auf jeden Fall, komm, geh mal raus da. Das wollen wir jetzt ja nicht. Auf jeden Fall braucht ihr das alle. Das ist total easy und dann dürft ihr daran teilnehmen. Das ist Weltspitze wieder, ne? Also wenn ihr da kein Bronze oder sonst irgendwas schafft, nicht verzweifeln. Das ist für die Obergurus da, ne? Aber da könnt ihr dran teilnehmen und ich denke, dass ihr dann auch das Auto da geschenkt kriegt, wenn ihr da... Das geht vom 18. bis 31. Oktober. Ist heute also frisch angefangen.
Da könnt ihr dran teilnehmen und dann kriegt ihr das Auto, was da ist, kriegt ihr geschenkt. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, mit was ihr da erreichen müsst. Ob ihr da wenigstens Bronze erreichen müsst oder auch nicht. Ich weiß es nicht, woran das mit vielleicht gekoppelt ist. Einfach da dran teilnehmen, ich bin 18 oder schreibst hin, ich bin 2 Jahre alt, bin aber geil und will da mitfahren und fertig. Ja, so, gehen wir in die bewegten Bilder, komm. 10 Minuten gequatscht, Alter, ey. Ja, das ist ja geil. Muss ich haben, ne? Ist ja Knorke. Sehe ich nämlich gerade. Ja, so ein DHL-Wagen haben, ne? Und dann mit NOS-Einrichtung und hier gibt Gummi, Alter. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Meine Objekte, so. Ja, hier, 1,50. Bin ich gestern gefahren? Also die Zeit bin ich gefahren um 20.57 Uhr. Also, und da bin ich eine Stunde gefahren. Da hat Cidi das geschafft. So, mal gucken, ob ich das alles noch so weiß. Ja, den Anfang, ich finde diese Lichtstimmung finde ich auch geil, dass man das mal so ein bisschen im Dunkeln fährt, finde ich geil, fand ich auch richtig cool. Was ist hier jetzt wieder los mit dem Ministerium hier? Was ist hier los? Was wollen wir jetzt nur abkauen oder was? Oh, Nari von Frankie. Ich muss jetzt was machen. So, dann machen wir das hier mal eben. Mal eben alles anmachen. Ja, ihr könnt sehen, hier, einmal der Bestzeit. Da war ich wieder, da muss ich sagen, da hatte ich wieder so einen Flow, da war ich immer in den 51er-Zeiten. Erst eine 51,7, eine 51,6, dann hatte ich eine 51,2 und jetzt kommt die Runde. Da habe ich, dann bin ich auch gegen den Geist gefahren. Und da hatte ich aber auch schon zuvor die ganzen Runden gefahren. Und da habe ich den gesehen, da gibt es eine Stelle, Magger, da kann ich Zeit rausholen. Und durch diese eine Stelle habe ich jetzt diese 50,4 geschafft. So, den gehen wir mal rein. Wie gesagt, hier hinten habt ihr ja schon gesehen, in meinen Übungsrunden, da braucht ihr gar nicht bremsen. Dann lasst ihr den Wagen einfach da so reinrollen. Einfach da so reinrutschen und ab einem bestimmten Punkt zum Beim reinrollen, ihr könnt eigentlich schon sehr früh Gas geben, könnt ihr denn da schön schon früh raus beschleunigen, ne? Also, das läuft. So, erstmal hier, ja, erstmal schön hier Gas geben, komm. Machen wir mal ein Gummi hier. Ja, ab den 150 Meter Schild ist er schon vorbeigefahren. Er ist hervorragend. Ist es das da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall vor oder beim 150 Meter Schild. Ihr seht ja hier, ich bin hier bei 202. Volles von Bremsen, aber voll in die Achse. Ja, ich bin ganz lange hier außen geblieben. Also, und hab den erst spät reingelenkt, wie ihr sehen könnt. Ich bin immer noch bei 104. Ja. Hab den Wagen, also für mich persönlich, habe ich den Wagen hier außen platziert. Und ihr müsst versuchen, dass der Wagen immer so bei 80 km/h ist, im dritten Gang. Ihr müsst hier mit dem, ihr könnt auch mit dem zweiten Gang durchfahren, weil dann ist das Auto ein bisschen unruhig und will rutschen und, ach nee, ich will nicht das machen, was du willst und, ne, also, ne, ja. Also das ist so ein kleines Zickenmonster hier. Und aber ab dem dritten Gang ist das Auto geil. Ist das Auto so schön ruhig. Ist so schön. Das ist geil. Und da müsst ihr versuchen, im dritten Gang immer schön bei 80 km/h zu bleiben. Da bleibt ihr nämlich im dritten Gang. Weil wenn das unter 80, glaube ich, fährt. Ich weiß nicht, ab wo der seinen Punkt hat, dass er im zweiten Gang schaltet. Ich glaube, bei 78 oder so. 77, 76, irgendwo da schaltet er runter in zweiten Gang oder früher, ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall immer so geguckt, dass ich bei 80 bleibe, dass er im dritten Gang bleibt in dieser Kurve, damit der schön flauschig ist. So, und dann hier schön außen. Ja, hier schön außen. Man kann zwar noch ein bisschen mehr weiter nach außen. Ja, dann wird es kribbelig, ne? Dann muss man dann schon gucken, weil dann fährt man auch nämlich über so eine Kante rüber. Und dann wird das Auto wieder so, auch trotz dritten Gang, ein bisschen nervös. Ihr seht schon, hier keine Randale. Jetzt bin ich schon bei 86 im dritten Gang. Ja,
hier bin ich bei 85. Lenkeinschlag, wie ihr sehen könnt, voll eingeschlagen. Also die Kurve kann man noch ein bisschen entspannter nehmen, indem man die Kurve noch ein bisschen weiter, mehr nach außen so weggeht. Dann kriegt ihr die Kurve nämlich noch ein bisschen besser. So habe ich sie natürlich ein bisschen spitzer genommen. Ja, und dann einfach, jetzt bin ich schon bei 104 und alles im dritten Gang, wohl bemerkt. Ne? Also ihr müsst versuchen, im dritten Gang zu bleiben, weil dann ist das Auto schön ruhig. Dann ist das nicht so nervös wie im zweiten Gang. Ja, schön rausbeschleunigen hier. Und jetzt kommt Terror. Was mir hier so einige Kopfzerbrechen bereitet hat. Ja, hier, da war irgendwo so ein blaues Schild da, irgendwo nach da oben so... Ja, irgendwo da oben war ein blaues Schild. Hier so eins, was da kommt. So ein Michelin-Schild war da. Da bremsen, runterbremsen in den dritten Gang. Die erste Kurve hier versuchen schön dicht dran an Körb. Hier gebe ich nochmal so einen leichten Powerschub. So immer so leicht so, so dass er nochmal so ein bisschen ja, km/h kriegt. Und wird zwar angezeigt, zweiter Gang, aber ich fahre das alles im dritten Gang. Glaube ich. Müssen wir jetzt mal gucken. Sehen wir denn, wenn wir die Runde nochmal gucken. Ja, hier habe ich dann nochmal runtergebremst. Bin auch einigermaßen dicht hier an diesem Pönöpel, weil das müsst ihr hier schön dicht dran. Und dann müsst ihr euch raustragen lassen. Gefährliche Sache. Raustragen lassen. Ja, und ihr merkt schon, ich gebe hier jetzt schon Gas. Im dritten Gang. Das Auto ist hinten so leicht weggegangen. Das hat mir aber geholfen, damit ich die Kurve kriege. Ja, das kann ich euch jetzt so nicht sagen, dass ihr jetzt ab dem Punkt, da müsst ihr jetzt driften. Das muss. Da müsst ihr selber probieren. Das ist nämlich so eine Fummelkurve. Also ich bin das jetzt so gefahren, ich habe mich denn... Oh, das war jetzt ein bisschen zu weit. Aber da kommt gleich das erste Michelin-Schild. Nee, das nicht. Das da. Das Michelin-Schild. Da müsst ihr kurz bremsen. Da bremst ihr runter in dritten. Oder? Nee, immer noch im vierten. Immer noch im vierten. Auf jeden Fall schön hier dicht am Körper ran. Nach außen weg. Hier jetzt denn nochmal... Ah, jetzt habe ich runtergeschaltet im dritten Gang. Hier nochmal einen kurzen Powerschub geben. So, und hier bremse ich runter. Und durch das Bremsen ist er natürlich ein bisschen versetzt und ist nach da weg. Das macht aber nichts. Ist alles noch im grünen Bereich. Jetzt den Wagen rollen lassen. Ja. Und hier gebe ich Vollgas. Ja, und beim Vollgas ist mir da hinten hintern weggerutscht. Hab dafür aber die Kurve hier perfekt gekriegt. Mit Vollgas. Ja, wie gesagt, ihr müsst dann auch die Kurve perfekt ausnutzen. Ne? Also das muss denn schon passen. Wie ihr sehen könnt, 59, also 0,059 habe ich jetzt einen Rückstand zu der aktuellen Bestzeit aus der dritten Runde. Ja, denn schön hier außen anbremsen auf dem Curb. Ich weiß jetzt gar nicht, schaltet er runter in zweiten Gang? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall könnt ihr hier über den Curb richtig viel abkürzen. Und das Auto bleibt stabil. Wir gucken. Dritter Gang. Das ist nämlich wichtig, dass das hier im dritten Gang bleibt. Weil das kommt nämlich jetzt für das Kurvengeschlängel, ist das äußerst wichtig. Er ist immer noch im dritten Gang. So, den könnt ihr nämlich hier über den Curb schön abkürzen. Hier müsst ihr ein bisschen mit dem Gas spielen. Ihr seht das ja da auch auf der... Ich spiele mit dem Gas hier in der Kurve rum. Das müsst ihr machen, um... so ein bisschen hier nach außen wegzugehen, um die Kurve... Das könnt ihr alles mit Vollgas dann nämlich nehmen. Also, ne? Ja, da will das Auto natürlich immer rutschen. Ja, und kurz vor dem 100-Meter-Schild... Bremsen. Und hier ist der Punkt, wo ich richtig viel Zeit rausgeholt habe. Hier bremsen. Wie ihr sehen könnt, voll auf der Bremse. Kurz vor dem 100-Meter-Schild. Seht ihr ja auch da oben. City of Zock. 100%. Geil. Das passt ja. Ja, hier schön bremsen. Oder habe ich gebremst.
Und dann bremsen, 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 bremsen. Jetzt Bremse lösen und den Wagen rollen lassen. Und dann hier richtig abkarten. So, und dann hier schon Vollgas geben. Und dann einfach nur Vollgas. Und da habe ich die meiste Zeit rausgeholt aus der Kurve. Und wie ihr sehen könnt, fast 7/10 habe ich hier rausgeholt. Zu der aktuellsten besten, die ich in der dritten geschafft habe. Ja, und dann hier wieder Curb Anfang, bremsen, oder habe ich gebremst, kurz vor dem 100 Meter Schild wieder, CD100. Hier bremsen. Ja, und dann hier runterbremsen bis in dritten. Schön den Curb erwischen. Man kann den Curb aber auch noch anders nehmen, indem man die rote Wulst, die da ist, die man ja schön aushebeln kann, dass das so unterm Auto ist, also mittig des Autos, also dass die Reifen, dass das dort zwischen den Reifen ist. Das kann, so kann man natürlich auch abkürzen. Bin hier im dritten Gang. Ja, und hier merkt ihr schon, ich versuche den Curb so zu treffen, dass dieses Rote genau zwischen den beiden Reifen ist. So abzukürzen, weil das ist wichtig. Ihr müsst, warte, gucken wir uns an. Das ist wirklich eine tricky Strecke. Ja. So, hier im dritten Gang. Ich denke, dass wir gleich in den zweiten reinfallen. Habt ihr gesehen? Ich habe das so abgekürzt, dass der Wagen nicht ausgehebelt wird von der roten Wulst. Hat folgenden Hintergrund. Ja gut, ich bin jetzt nicht sehr weit. Ihr müsst versuchen, hier noch weiter nach außen wegzukommen, damit ihr die Kurve hier, die hier ist, mit Vollgas nehmen könnt. Aber das werden wir uns dann gleich nochmal in den Komplettvideo angucken. Ja, hier den Curb schön mitnehmen und dann schön raustragen lassen. Also nicht mit Dalb und Verderb voll reinlenken, sondern schön hier mit Vollgas, weil ihr könnt diese Kurve hier mit Vollgas nehmen. Ja, denn hier den Curb schön mitnehmen, denn da auf dem Curb rauf. So, und jetzt fange ich hier schon an, dass ich den Wagen rollen lasse. Also nicht bremsen oder irgendwie was machen, nur den Wagen rollen lassen. So, hier habe ich gemerkt, das Auto geht nach innen, Vollgas. Hier kann man schon Vollgas nehmen. Oder konnte ich Vollgas nehmen. Ab dem Michelin-Schild. Hier so. Kann ich jetzt schon wieder, oder ich bin eher auf Halbgas. Jetzt bin ich auf Vollgas. Ja, und dann schön nach außen weg, ne? Schön nach außen tragen lassen. Den Curb mitnehmen. Dann nimmt ihr die meiste Geschwindigkeit mit. Ja, und dann habe ich es nochmal über 7/10 rausgeholt. Nur, dass ich die eine Kurve, die die Haarnadel ist, dass ich die so weit abgekürzt habe. Und auch so schnell schön früh Gas gegeben habe. So, dann gucken wir uns die eine Runde nochmal an. Ich hoffe, ihr könnt dadurch wieder was mitnehmen, weil es war denn doch schon ziemliches Gekrampfe. Und ja. So, dann gucken wir mal. Viel Spaß.
das war einmal meine schnelle Runde. Ja, wie gesagt, also die eine Kurve nach der Haarnadel, da fährt man ja die Gerade runter und dann kommt ja dieses Kurvengeschlängel da, kurz bevor man die letzte Kurve da so nimmt, vor Start und Ziel. Dieses Kurvengeschlängel, da müsste, also das geht mit Vollgas. Ich habe die natürlich jetzt nur nicht gut erwischt, weil ich da zu spitz reingefahren bin. Weil wenn ihr da zu spitz reinfahrt, dann könnt ihr die Kurve natürlich nicht Vollgas nehmen. Ihr müsst versuchen, die Kurve, also ihr fahrt ja oben rein so und dann müsst ihr nach ganz weit nach außen und dann wieder nach außen. Also hier nach außen fahren so und dann lenkt ihr ein, nehmt, kürzt da schon über den Körper ab, aber dann seid ihr schön außen und dann könnt ihr die letzte Kurve schön mit Vollgas nehmen. Über den Körper über Vollgas. Und dann kommt ja auch schon die Start- und Zielgerade. Na, ja. Ja, alles nicht so, ne, alles nicht so einfach mit dem Wagen, mit der Strecke, also denn mit den Reifen. Ja, gerade, ne, diese ganzen Sachen sind natürlich denn so ein bisschen ausschlaggebend, wie man wo was denn so ein bisschen was ausnutzt, ne. Ist natürlich dann auch nicht gerade eben mal so gemacht, weil jetzt bin ich denn nämlich auch denn ziemlich lange darum. Ach ja, die Strecke meine ich. Also da müsst ihr versuchen, dass ihr da eventuell weiter nach außen und da dann die Kurve schön dicht rein und dann wieder außen und dann könnt ihr die letzte Kurve, die da nämlich denn so rumgeht, die könnt ihr mit Vollgas fahren. Das geht, das habe ich probiert, das funktioniert. Ja, hat ja aber auch so bei mir jetzt schon ganz gut geklappt. Ja, wieder viel mit Rollen vorbelastet und mit Gasspielereien und richtig Bremsen vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen, wie die Kurven nehmen, so ganz nach außen, dann reinlenken, wieder mit dem Gas spielen, wieder nach außen, die eine geht Vollgas, dann kommt die Haarnadel, die muss man komplett abkürzen und oh, das alles so auf eine Runde und dann auch noch schnell dahin zu knobbeln, ist natürlich auch schon hardcore, ne? So, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was zu gucken. Ja, zu gucken auf jeden Fall. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Lasst ein für meinen Kanal Abo und Glocke da, das wäre cool. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen nächsten Laptime-Video, was denn auch in einer Woche erst wieder kommt. Freue mich schon drauf, mal sehen, was es denn ist. Dann gucken wir mal. Gut, so viel dazu. Macht euch einen schönen. Und dann hört und sieht man sich. Bis dahin. Ciao, ciao.